zu dem Hindernis, das Überwinden und das Weiterreiten zum nächsten Hindernis. Das sind die Dinge, die erarbeitet werden müssen. Ein Lehrgang baut sich auf von Tag zu Tag. Es wird nicht am ersten Tag eine Höchstleistung verlangt, sondern es findet ein Gespräch statt. Der Reiter beschreibt sein Pferd, erklärt dem Trainer, wie er selber über sein Pferd denkt, was den Ausbildungsstand betrifft und wo die Reise in Zukunft hingehen soll. Der Reiter formt das Pferd durch das Training, formt er das Gebäude des Pferdes, macht es sportlich. Das Auge des Reiters ist so gut, wie das Pferd galoppiert. Ich persönlich finde, dass ein Lehrgang immer hilfreich ist, weil man immer bei jemand anderem trainiert und immer neue Eindrücke und andere Tipps kriegt, da jeder Trainer anders trainiert und so immer was mitnehmen kann und das dann auf dem Turnier umsetzen kann. Ich habe dieses Wochenende eine 7-jährige Stute dabei. Die ist zwischendurch halt kompliziert, auch in der dressurmäßigen Arbeit, weil die sehr empfindlich im Maul ist und dann beim Springen schon mal ein bisschen wild wird. Und so Tipps, wie er gegeben hat, dass man immer sich einen Weg sucht und den gezielt reitet und immer mal Wendungen übt und so, dass man das alles im Parcours gar nicht mehr hat. Und da wir heute schon Parcours gesprungen sind, konnte ich das schon alles gut umsetzen und mein Pferd hat das so gut mitgemacht. Der Lehrgang ist bisher für mich sehr hilfreich gewesen. Ich habe mein Pferd besser kennengelernt und habe gelernt, dass ich ihm mehr Freiraum geben muss. Zu Hause möchte ich mein Pferd einfach lockerer arbeiten und meinem Pferd mehr Spaß an der Arbeit geben. Rundum hat es mir sehr gut gefallen. Wir sollten ja am Anfang erstmal selber den Parcours abgehen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und auch der Aufbau vom Training, dass er sich jeden Einzelnen vorgenommen hat sozusagen und halt gezielt die Probleme angesprochen hat und Verbesserungsvorschläge gegeben hat. Die Tipps, die ich zu Hause umsetzen kann, sind halt viel in der dressurmäßigen Arbeit. Gezielte Wege zu reiten, immer wieder diese Übung, die wir hier gemacht haben, zu wiederholen, damit ich eine bessere Verbindung zum Maul kriege, da sie, wie ich gesagt habe, sehr schwierig ist. Und das dann auch auf meine anderen Pferde noch zu übertragen und das dann auch umzusetzen und hoffentlich erfolgreich auf dem Turnier zu sein.